Daddy. Wir sind immer noch bei Mystic in der Firmenzentrale in Holland. Torge Krieger wird uns heute mal ein bisschen was über Neoprenanzüge erzählen. Ganz genau. Mir wird immer eine ganz entscheidende Frage gestellt. Warum stinken Neos? Kann ich überhaupt in der Waschmaschine das Teil waschen oder nicht? Generell, einfach mal, fangen wir mal mit da an. Alle Neoprene sind logischerweise natürlich, ich sag mal, am Endeffekt High-End-Materialien. Das heißt, extrem flexibel. Ich kann euch sogar, ist immer so ein schönes Tag. Das ist ein Ding. Also auch extrem haltbar, extrem dehnungsaktiv. Also wenn mir da Leute kommen und sagen, das dehnt sich nicht, Blödsinn. So, das heißt, warum dehnen sich die überhaupt? Natürlich, weil wir extrem sie flexibel machen, mehr Flex reinbringen, Nahtführung haben und. So, entscheidender Faktor ist natürlich auch ein anderer, nämlich wir machen euch die Neoprene auch weich. So. Weich bedeutet im Klartext, wir haben einen Weichmacher drin. Das ist übrigens nichts Schlimmes, das macht jeder. Weil ohne Weichmacher würden die Dinger knallhart werden. Nur der entscheidende Faktum ist, bei Weichmacher ist, er wird zersetzt. Und vor allem durch wohin? Durch die Sonne. Das heißt also sozusagen auf gut Deutsch gesagt, wenn ihr den natürlich... Also Sonne und Wärme. Ne? Sonne also gerade wenn es darum geht, die Dinger mal im Sommer im Auto aufzubewahren. Also richtig. Ja. Sorry, wenn ich unterbreche. Nein, das war vollkommen richtig. Ja. Das hätte ich... Genau, das heißt, der entscheidende Faktor ist halt Sonne und Wärme. Das heißt, was macht ihr sehr oft? Ihr hängt natürlich dann irgendwo hin im Auto nach 5 Stunden. Och, wir müssen ja wieder los, denn der Neo hängt immer noch draußen, packe ich mal rein. Ihr reduziert einfach die Langlebigkeit eures Neos. Das heißt, wenn ihr permanent in die Sonne... Ich habe selber lange in Ägypten gearbeitet und glaubt mir mal, so ein Neo, der wird irgendwann, fängt hier an, um Reste zu bekommen. Sieht dann ganz unangenehm aus. Also mehr als nur, dass die Schrift, dass der Print runtergeht, sondern man sieht halt wirklich, das Neopren wird halt wirklich rau. Total, es wird rau, hart. Das heißt im Klartext bitte, wenn ihr euch das Ding trocknet, dann bitte raushängen und zwar nicht nur innen, also sozusagen, weil das ja schön nass ist, ewig dann so hängen lassen, sagt mir nicht böse, aber von außen ist er auch noch nass und das müsst ihr also drehen. Also spätestens nach 3 Stunden solltet ihr mal so ein Ding drehen. Das hier zum Beispiel ist unser mit Abstand ein geilster Anzug. Also ganz ehrlich. Und diese Diskutiererei immer mit dem 5,5 und 6,5. Und Leute, 6,5 ist wirklich nachher so laufen. Ihr glaubt es nicht, aber ich gehe den ganzen Sommer über mit einem 3,2er raus. Und das ist mega geil, super angenehm. Und selbst im Winter, im tiefsten Winter, okay, man sieht es mir jetzt nicht gerade an, ich war halt nicht da, habe ich halt einfach einen Anzug. Und zwar den 5,3er. Und zwar mit Haube. Das reicht manchmal halt tatsächlich aus, je nach Hersteller und je nach... Es gibt nicht ein Neopren, sondern es gibt wirklich verschiedene Arten, nicht nur was die Qualität angeht, aber auch was die Wärmewirkung angeht und die Flexibilität. Man muss nicht mal ein 6er Neo haben, weil es kalt ist. Es gibt auch sehr viele Hersteller, die nur bis 5 mm hochgehen. Und das reicht vollkommen aus. Aktuell fahre ich auch einen 5 mm Anzug und das funktioniert super. Also ich habe da überhaupt gar keine Probleme mit. Nein. Und der Witz ist, wir könnten euch sogar einen 4,3er machen, der genauso warm ist wie ein 5,3er. Das Problem ist nur, ihr würdet uns das nicht glauben. Weil de facto ist es einfach so, eine Daunenjacke ist zwar dick, aber nicht unbedingt wärmer als eine Thermojacke. Eine Thermojacke ist sehr dünn, aber wesentlich effizienter. Das heißt im Klartext ist, wir könnten sie euch dünner machen. Ihr glaubt uns das einfach nur nicht. Weil de facto ist es einfach, ihr müsst euch einfach nur bewegen. Natürlich, klassische Körperhaltung, seht ihr gerade bei Dorian, bis wir kalter, sind wir uns immer alle gleich. Wir stehen ja meistens alle so. Und natürlich stehen wir halt auch stundenlang nicht, aber ja, wir genießen den Tag. Ja. Und wir stehen hier so und merken gar nicht, dass nämlich hier und auch hier Wind dran hat. Weil, na klar sind wir irgendwo am Strand, natürlich ist es auch windig. Zum Glück. Ja, Gott sei Dank. Klassisch ist, nur mal für jeden, der in der Physik eine kleine Nachhilfe braucht, nehmt euch mal den Arm, die Hand, Entschuldigung, leckt euch drüber und dann pusten. Was werdet ihr feststellen? Richtig, es wird kalt. Also sogenannte Verdunstungskälte. Das ist nämlich hier, hier und im ganzen Bereich. Witzigerweise natürlich nicht am Trapez, weil ihr habt es drum. Das heißt, ihr kühlt einfach aus. Natürlich ist ein 4,3er... Das ist dann aber auch egal, ob ihr jetzt einen 6er habt oder einen 5er oder einen 4er. Ich hab selbst mit einem richtig an wirklich warmen Tagen merkst du es halt auch, dass du selbst dann, wenn du nass aus dem Wasser kommst und länger im Wind stehst, wirklich an Sommertagen, irgendwann wird die halt kalt. Ja.
Und das ist halt der Punkt. Ist also, ich mittlerweile habe dann einfach, ich ziehe mir einfach eine Neoprenjacke an oder halt ziehe mir meine Softshelljacke an, damit mir nicht mehr kalt wird. Ich habe zum Beispiel den von Mystic den Mantel. Ja. Den Sharkskin, den habe ich auch im Sommer in meinem Auto. Poncho, den schmeiße ich immer über und dann fühle ich mich total wohl damit halt. Extrem. Ne? Und wenn ich aufs Wasser gehe, ziehe ich den aus und ich habe. Ja, mir war nie kalt irgendwie. Absolut. Also wie gesagt, man kann einfach einen geilen Poncho nehmen. Wir haben mittlerweile auch einen Outdoor-Poncho mit Reißverschluss. Okay, das ist ein little Preview. Kommt im nächsten Winter. Und. Das heißt, wenn ihr nicht mehr auf dem Wasser seid, zieht euch einen an. Ich habe was Geiles erlebt und zwar in Dänemark, in Hvidesande. Da gehen die Leute tatsächlich mit diesem One Piece, also diesen Overall. Sieht aus wie so ein Schneeanzug. Aber ihr seht, die Jungs stehen da unten am Strand, quatschen und haben den Arm, denen ist überhaupt nicht kalt und nach einer Viertelstunde ziehen sie wieder aus und gehen kiten. Und ich habe sie mal gefragt und sie sagten, ey, uns ist das einfach zu blöd, wir stehen noch keine Viertelstunde rum und frieren uns den Arsch ab, sondern wir haben das Ding an und es ist warm. Ja. Und ganz ehrlich, es ist auch ein Sicherheitsaspekt, weil wenn ich nämlich erstmal sozusagen am Land stehe, eine Viertelstunde, mir wird kalt und gehe dann wieder raus, Klassiker ist, Bänderriss, ihr habt einen Muskelfaserriss oder irgendwas, Klassiker, wo ihr immer denkt, super, musste das sein. Klassische Sache ist, naja, immer dieses, beim zweiten Mal sind mir die Unfälle passiert. Ja klar, weil ihr auskühlt. So, um das Auskühlen übrigens noch zu verhindern, haben wir in unserem geilen Neopren halt ein System drin. Und zwar hier, das was ihr rot seht, ist etwas tiefer. Das was ihr weiß seht, ist ein bisschen erhöht. Dort sammelt sich eine Feuchtigkeit drin, die wiederum durch den Körper erwärmt wird. Das heißt, ich habe mir automatisch eine Warmschicht sozusagen im Körper. Und bis zum Knie nach unten. Bis zum Knie, definitiv. Natürlich kommt immer die Frage, warum haben wir das denn hier oder hier? Leute, ihr habt Muskeln und was geht am schnellsten warm? Die Muskeln. Bewegt euch einfach, dann werden halt auch schnell die Arme warm. Kennt ihr alle? Versucht mal ein Brett zu stoppen. Lass mal, ich nehme mir in die Hand. Ja, nehme mir in die Hand. Das heißt, nimmt euch mal das Brett und schraubt es dann schön, auf einmal wird euch wirklich warm. Klassisch, ihr sollt euch generell aufwärmen. So, das heißt im Klartext, dieser Bereich und auch der Rückenbereich ist natürlich der Bereich, der schön warm bleibt. So, und jetzt kommt immer diese ganz klassische Frage hinterher wieder. Sag mal, wie oft wasche ich eigentlich meinen Neopren? Und wie? Und wie wasche ich ihn, meinen Neopren? Leute, Waschmaschine ist einfach No-Go. Ist egal, was ihr alle irgendwie hört von Leuten. Blödsinn. Warum? In den normalen Waschmitteln, gerade in so Bereichen, sind im Prinzip Aufheller drin. Gerade bei diesen ganzen, die Leute, die blondierte Haare haben, kennen das übrigens. Das heißt, das Ding, die Wäsche wird im Prinzip heller gemacht. Und da ist das, und das wiederum ist aber nicht gut für unseren Neopren. Zudem ist es so, er wird gern geschleudert. Mag er auch nicht so gerne. Das andere ist, um die Bakterien darin zu töten, ganz ehrlich, dafür muss das Ding fast bei 80 Grad gewaschen werden. 82 Grad ganz genau. Das ist Buttersäure, die baut sich erst bei 82 Grad auf. Wiederum könnt ihr euch vorstellen, wie ein Neopren aussieht bei 80 Grad in der Waschmaschine. Kannst du wegschmeißen danach. Den könnt ihr wegschmeißen, ganz klassisch, der ist im Arsch. Das heißt also im Klartext ist, ihr müsstet das bei 30 Grad. Und da, Jungs, ganz ehrlich, da freuen sich die Bakterien. Die machen dann Freischwimmerschaden an dem Tag. Das bringt denen nichts. Und noch eins, ganz ehrlich, für alle Leute, die immer sagen, ich pinkel niemals in meinen Anzug. Schade, aber das stimmt mal nicht. Ich habe als Kaltlehrer, Windsurflehrer, habe ich übrigens das immer so gemacht bei meinen Schülern. Da habe ich immer gesagt, ey Jungs, an der Seite ist ein Streifen und daran kann ich sehen, ob ihr reingepinkelt habt. Der wird dann blau. Der wird dann blau. Wer von euch muss auch auf Toilette? Auf einmal war die halbe Schulklasse weg, ist auch auf Toilette gegangen. Ja. Das heißt, im Klartext jeder, gerade so im Winter, kommt, tut nicht so. Also ich habe wirklich in meinem Leben noch nie in Neo reingepinkelt. Ja. Also das Ding ist, es gehen sehr viele Leute sehr, also es gibt auch Freunde, die ärgern mich, die stehen halt neben mir und sagen, guck mal nach unten und dann läuft da unten echt ein Schwarm. Ja, ehrlich jetzt. Ich finde das so, für mich geht das gar nicht. Also viele pinkeln sich an, die Leute erkennt ihr im Wasser, die liegen dann nämlich mit dem Rücken im Wasser, die machen dann immer so. Und dann fließt das Wasser rein so, und dann kommt die Pisse wieder raus. Ich find das halt wirklich, also total viele Server sagen, ey Dorian, was stimmt denn nicht mit dir? Das machen wir alle so. Also ganz ehrlich, wer es nicht macht, ist vollkommen legitim. Wer es macht,
das ist jeden Sonntag, weil das ist ja mein Neo. Und deswegen, absolut. Und deswegen ein Tipp an alle, leiht euch niemals ein Neo vom Kumpel aus. Passt ist auch nicht. Das Ding mit gebrauchten Neos kaufen bei eBay Kleinanzeigen oder sowas. Oh ja, da könnt ihr euch so eine Pisstüte holen. Ja. Also ich habe mal wirklich, als ich eine Grippe gearbeitet habe, da hatte ich keinen Shorty dabei. Dann leihe ich mir einen Shorty aus von irgendeinem Schüler. Toll, das hat mir 10 Jahre lang gekostet, um diesen scheiß Hauptplatz wieder loszuwerden. Ja. Deswegen, also kauft euch einen geilen Neo, nehmt ihn 3-4 Jahre und dann tut mir gefallen, entsorgt ihn, kauft euch einen geilen neuen Neo. Und wenn ihr den richtig pflegt, richtig wascht, richtig trocknet, richtig aufhängt und alles, das habe ich auch nochmal früher schon mal ein Video gemacht, vor über einem Jahr. Ist nicht das schönste Video, aber inhaltlich ist es ganz gut. Das verlinke ich jetzt nochmal. Wenn ihr gut mit dem Neoprenanzug umgeht und ihr auch am Anfang ein bisschen mehr dafür bezahlt habt, davon habt ihr auch deutlich länger was von. Ihr könnt halt auch einen 400-Euro Neo kaufen, wenn ihr den schlecht damit umgeht, den schlecht trocknet und alles, dann habt ihr den auch sehr schnell in den Arsch. Und dann ist nicht der Hersteller schuld, sondern es ist halt einfach eine Frage, wie man damit umgeht. Exakt. Und das zum Beispiel, dann kommt natürlich die Frage, ey, ihr seid doch, ihr redet zu klug, aber wie kann man den trotzdem waschen? Wetsuit Cleaner. Eine leichte, simple Antwort ist, ich nehme das Zeug, Pulver rein, ab in die Badewanne, lasse ich einfach mal eine Stunde. Einfach einwirken lassen. Einwirken lassen, ausspülen, Thema erledigt. Das Ding hilft tatsächlich. Gibt es von Mystic, gibt es von Rip Curl. Der Ort heißt es Piss oft. Ein bisschen unangenehmer Name, weil letztendlich der Gestank da drin, der kommt gar nicht von der Pisse. Der kommt nämlich im Prinzip, wovon jeder von euch, der mal duschen war oder lange geduscht hat, heiß geduscht war und dann. Die Haut schuppen. Richtig, der nämlich sich danach abschuppt, denn der merkt da, Alter, meine Haut schuppt. Und das ist es, was nachher in dem Neo drin ist. Und das fängt an zu stinken. Das wird zersetzt. Wir haben natürlich auch dadurch ein bisschen reagiert. Wir können natürlich nicht alles machen, aber wir haben natürlich dadurch ein bisschen reagiert. Das heißt, wir haben in unserem Legend und auch in einem Majestic-Anzug, da haben wir extra ein Material drin, wo der Träger, also sozusagen die Basis für diese Bakterien, deutlich gestört wird, dass sie sich entwickeln können. Das heißt, das dauert einfach extrem lange, bis sie sich entwickeln. Und in der Zwischenzeit habt ihr euch dann so oft schon gewaschen, das schafft ihr nicht. Das heißt, das war früher mal vor ein paar Jahren noch dieses Bambu-Ding, was damals losgegangen ist, oder? Ja, also, das war irgendwie mal Bambu oder. Meine Oma hat immer früher Kaffee übrigens in den Mülleimer geschmissen, damit er nicht so stinkt. Deswegen fange ich nicht an, oben mal einen Espresso reinzukippen. Das ist jetzt Quatsch. Ja. Nein, Bambu war tatsächlich so, aber. Ach, das ist im Prinzip immer hinterher eine Verkaufsgimmick. Also es ist jetzt so, wer euch verspricht, den Gestank komplett rauszukriegen oder unser Anzug stinkt nie. Naja, die Aussage stimmt schon mal nicht und stinkt schon. Das ist einfach Platsch. Also da würde ich immer ein bisschen vorsichtig sein mit diesen ganzen Versprechen, dass man bis zu 100% den Gestank rauskriegt. Würde ich jetzt mal nicht unterschreiben. Wir arbeiten dran oder wir haben ein System, dass wir es deutlich reduzieren. Wir kriegen es auch nicht raus. So, und wie gesagt, dieser Anzug jetzt, der, wie gesagt, da gibt es nämlich dann die Version. Ja, komm, wir packen immer weg. Ja, wir packen immer weg. Ja. So, dann kommen wir nämlich immer zu diesem klassischen Bereich. Jetzt haben wir das Thema Neo gemacht mit dem Reinigung. Da wird immer gefragt, hey, Frontzip und Backzip. Ja, natürlich. Aber ich sehe an Kelly Slater, ey, Backzip, der fährt und ist geil. Glaub mal, das ist, jeder muss für sich selber rausfinden. Ich selber zum Beispiel habe einen Zipless. Warum? Ist angenehm. Aber das ist nicht automatisch für jeden gedacht. Ich sage immer einen kleinen Tipp übrigens für jeden, der gerne Zipless oder auch Backzip gerne fahren will, Frontzip, Entschuldigung, fahren will, da gibt es einen kleinen Indikator-Trick. Wenn ihr das hier schafft, sozusagen die Hände über Kreuz zusammen zu machen, dann seid ihr geeignet dafür, dass ihr auch einen Frontzipper fahren könnt. Das ist jetzt nur eine Hilfestellung, muss nicht automatisch für jeden stimmen. Aber also wenn ihr es nicht könnt, kommt ihr trotzdem in einen Frontzipper-Anzug rein, aber es wird euch deutlich schwerer fallen. Ganz genau. Das heißt also, das ist jetzt so ein bisschen ein Indikator. Bei dem, warum? Weil ich nämlich automatisch sozusagen die Hand hinten nehmen muss und das den Neo runterziehe. Und wenn ich natürlich nur mit der Hand sozusagen bis hier runter komme, kann ich nicht ziehen. Wenn ich ihn dann sozusagen oben habe, kann ich ihn leichter ziehen. Das heißt, im Klartext fällt mir leichter, den sozusagen auszuziehen. So viel zu dem Thema mit dem Frontzip und Backzip. Das müsst ihr selber für euch. Oder ob ich einen Zipless nehme oder ob ich diesen nehme. Ja, um dich mal kurz zu unterbrechen, da müssen wir auch wieder über eure Figur halt sprechen. Es ist halt einfach so,
Es gibt halt Frontzip-Neoprenanzüge, den könnt ihr komplett vorne komplett aufmachen und habt einen ziemlich großen Einstiegsbereich. Und dann gibt es Frontzipper wie diesen hier, da dringt weniger Wasser an. Genau, das ist jetzt das, was ich meinte. Wenn man mehr Bauch hat, hier kommt man noch ganz gut rein damit. Aber wenn man schon ganz viel Bauch hat, dann lieber ein Backzipper, weil man da deutlich leichter rein und rauskommt. Also mit ein bisschen mehr, also mit viel Bauch halt Backzipper definitiv. Mit ein bisschen mehr Bauch funktioniert dieses System als Frontzipper. Und wenn ihr wirklich athletisch seid oder einfach schlank seid, dann könnt ihr auch einen Frontzipper verwenden, wie ihr das hier sehen könnt. Und zwar geht dieser nur bis hierhin auf. Der Vorteil dabei ist halt, dass wir hier weniger Wassereintrittsstellen haben. Und ganz das klar. Ist eigentlich so die schwerste Variante, um ja. Neo reinzukommen. Definitiv. Ist auch eine Übungssache einfach. Ja, und ganz ehrlich, jeder Neo ist natürlich am Anfang immer ein Tick steifer. Das heißt, wir haben einen Importeur für Südafrika. Übrigens, wer ihn kennenlernt, Bruce, der hat ungefähr so eine Kugel und ist trotzdem in einem Zipless. Also sozusagen, das ist in so einem, kommt er immer rein. Ganz ehrlich, am Anfang war es schwer, sagt er, aber irgendwann hat er sich so gut gedehnt, kam rein. Also deswegen, das ist am Anfang immer ein bisschen schwieriger, man muss ein bisschen daran arbeiten, dann kommt man auch in diese Teile rein. Wie gesagt, das ist jetzt unser, zum Beispiel unser Standardteil, unser Standardmodell, der Star, optimal mit Doppelfrontzip, aber gibt es natürlich auch viele Leute mit einem Backzip. Warum machen wir es überhaupt so, dieses Thema, warum bleiben wir nicht alle bei Backzip? Ja, weil es einfach Leute gibt, die möchten unbedingt gerne haben. Warum? Weil deren Argumentation ist halt sozusagen, sie haben... Also ein Reißverschluss ist halt nicht dehnbar. Genau. Das heißt, der Reißverschluss ist nicht dehnbar, ich kann mich einfach deutlich mehr bewegen. Aber wie gesagt, deswegen bin ich nicht kein besserer Kiter. Also wer Spaß hat und Backzip hat und glücklich ist, auch gut. Absolut. Wer Frontzip hat und glücklich ist, alles gut. Es geht im Prinzip nur noch, let's go kiting und habt Spaß. Ja. Okay. Alles klar. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann... Kommentiert das Video. Kommentiert das Video. Genau. Und ihr habt ja Dorians Nummer, ruft ihn an. Ja, genau. Und ja. Wenn ihr Bock habt, abonniert den Kanal und bis morgen. Bis morgen.